und ich darf einen Intendanten, Herrn Professor Klaus Meiner, zu mir heraufbitten. Bitte sehr, Herr Professor. Ich sage einen schönen guten Abend. Schön. In Grödig haben wir eigentlich immer Glück. Das ist heute die 40. Vorstellung in Grödig. Und von diesen 40 Vorstellungen habe ich 30 betreut. Also ich habe ein kleines Jubiläum und bin sehr glücklich, dass der Wettergott und dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ich komme immer sehr gern nach Grödig. Ich finde, hier ist ein fabelhaftes Publikum. Das ist kein Schmäh. Ich bin ein Vorarlberger. Wir kennen die Schmähs nicht. Die kennt man eher in Wien. Und wenn ich sowas sage, meine ich das ganz ehrlich. Ich freue mich wirklich. Ich habe ein Stück ausgesucht, wenn ich dazu auch noch ein paar Worte sagen darf. Ein bisschen wollte ich frivol werden. Ich war immer ein bisschen brav, das wurde mir auch öfter vorgehalten. Da habe ich gedacht, ich werde mich in Frankreich umsehen. Und da habe ich in Frankreich ein bekanntes Stück, das bei uns auch nicht ganz unbekannt ist. Hier am Landestheater war es vor 20 Jahren. Wie man Hasen jagt. Als ich in Eugendorf auf der Bühne stand und die gleichen Worte sagte, sah ich in der ersten Reihe Kinder. Da habe ich gesagt, ich bin ein bisschen überrascht, ob da nicht irgendetwas passiert. Die Kinder haben so gelacht. Ich hoffe, dass sie auch den Spaß haben. Sie sind keine Kinder, sie haben sicher ihre Eheprobleme. Hoffentlich nicht, aber sie wiedererkennen. Und darum habe ich das ausgesucht. Es ist ein sehr, sehr witziges Stück, ein bisschen frivol, aber warum nicht an einem Sommerabend eine frivole Unterhaltung? Das kann doch ganz schön sein. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Frau einlassen. Das merke ich mir. Fabelhaft gelaufen. Sie drinnen. Ich draußen. Eine kuriose Liebesgeschichte. Könnte fast von den Friede Jelinek sein.